Und jetzt ist endlich mal Leben in der alten Bude. Die deutsche Parteienlandschaft wird komplett auf links gedreht. Oder auf rechts, je nachdem, wie es läuft. Jedenfalls Meldung der Woche, Wagenknecht macht ernst. Ja, am Montag hat sie es vorgestellt, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Geiler Name, denn da steckt ja schon das komplette Programm mit drin. Kurz im Gespräch waren alternativ SED, Sarahs endgeile Deutschlandpartei. Und DLSFIP, die dem LAFO seine Frau ihre Partei. Ja, aber ist schon irre, oder? Ist das Wahnsinn, eine Partei, die es noch gar nicht gibt, holt Top-Umfragewerte. Müssen die anderen Parteien schon viel falsch gemacht haben. Die Sarah ist halt ein Mediengeschöpf. Hat man auch bei der PK am Montag gesehen. Riesen Medienzirkus, als würde Olaf Scholz seine Verlobung mit Taylor Swift bekannt geben. Obwohl, dann kämen wahrscheinlich weniger. Ja. Die anderen vier Politiker auf der Bühne kannte niemand. Oder fast niemand. Aber klar, Sarah Wagenknecht umgibt sich nur mit Parteizwergen, mit Minions. Je kleiner die anderen, desto mehr Aufmerksamkeit für sie. 10 Abgeordnete verlassen die Linkspartei, behalten aber ihre Mandate. Logisch. Ist ja logisch. Hör mal, schöne Büros, Fahrdienst, der Jägerschnitzel Donnerstag in der Bundestagskantine. Da verzichtest du doch nicht drauf. Ne? Wagenknecht hat jedenfalls keine Skrupel, das Mandat zu behalten. Denn 98% der linken Wähler haben bei der letzten Wahl die Partei ja nur wegen ihr gewählt. Und das weiß ich so genau, weil die ihr alle geschrieben haben. Da habe ich ganz viele Mails von Menschen bekommen, die mir geschrieben haben, also wenn Sie Ihr Mandat zurückgeben, dann will ich auch meine Stimme zurück. Dann möchte ich auch meine Stimme zurück. Das haben mir so viele Menschen gesagt. Das sagen mir auch viele Menschen. Haben mir ganz viele Menschen geschrieben. Sehr, sehr viele Menschen. Menschen, die mir geschrieben haben. Sarah Wagenknecht. Furchtbar. Furchtbar sympathisch. Ja, da wurde doch garantiert wieder geschnitten bei der Oma. Lügenpresse. Übrigens, dass die Linkspartei überhaupt im Bundestag sitzt, verdankt sie nur den 3 Direktmandaten der Genossen Gysi, Lötsch und Pellmann. Aber das sind Details, für sowas interessiert sich eine Wagenknecht nicht. So, was will die Wagenknecht-Partei? Höhere Steuern für Superreiche und mehr Geld für, ich zitiere sie, die Fleißigen. Die Fleißigen, das fordert die Frau mit den enormen Fehlzeiten im Bundestag. Wunderbar. Dazu eine Prise Migration begrenzen plus einen Teelöffel bedrohte Meinungsfreiheit. Man darf ja nichts mehr sagen. Und ich finde es toll, dass Deutschlands beliebtester Talkshow-Gast das mal anprangert. Dafür ist sie aber sehr nachsichtig mit echten Autokratien und fordert zum Beispiel das Ende sämtlicher Sanktionen. Eine Öffnung einer großen Gasleitung, ob Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 und am besten natürlich beide, würde die Situation auf einen Schlag entspannen. Ah. Nichts ist so entspannt wie eine offene Gasleitung. Natürlich. Ja. Und keine Missverständnisse. Ich behaupte nicht, dass Putin sie bezahlt. Ich finde es nur unverschämter, dass sie ihr nichts bezahlt. Ja. Nächstes Jahr will Wagenknecht bei der Europawahl antreten. Und einen ersten Wahlspot gibt es tatsächlich auch schon. In dem erfährt man endlich, wie schlecht es Deutschland wirklich geht. Wussten Sie zum Beispiel, dass wir hier alle in Schwarz-Weiß leben? Unser Land ist in keiner guten Verfassung. Seit Jahren wird an den Wünschen der Mehrheit vorbeiregiert. Statt Leistung zu belohnen, wurde von den Fleißigen zu den oberen 10.000 umverteilt. Die Regierung wirkt planlos und in vielen Fragen schlicht inkompetent. Es braucht verlässliche Politiker, die sich diesen Zielen verpflichtet fühlen. Heilige Sarah, erlöse uns! Aber warum fassen sich die Bürger in ihrem Spot alle ständig an den Kopf? Haben Sie das gesehen? Hier Reaction-Video der Ersten, die ihn bei YouTube gesehen haben. Er hat gerade erst mit dem Video angefangen. Er ist schon fertig damit. Und ihn müsste man anzeigen, weil er es mit seinem armen Hund geguckt hat. Tierquälerei. Aber sehen wir vielleicht auch mal die Chance, meine Damen und Herren. Die Wagenknecht-Partei bringt Bewegung in den Politikbetrieb. Und wissen Sie, was das Allertollste ist? Seit dieser Woche ist die AfD ganz offiziell, Moment, Altpartei! Scheiße. Ja, die Tröte ist aus dem ZDF-Fundus. Ja, Altpartei, herzlichen Glückwunsch, AfD. Voll lame. Ja. Angeblich können sich 30% der AfD-Wähler zumindest vorstellen, zu Wagenknecht überzulaufen. Der alte Traum.
Endlich Recht sein, ohne Recht zu sein. Es gibt eine Alternative zur Alternative. Ich wette, denen geht der Stift. Es gibt eine Partei für gesunden Menschenverstand, das ist die AfD. Also von daher ist es ein weiterer politischer Mitbewerber, aber ich habe jetzt keine Angstperlen auf der Stirn. Ja. Keine Angstperlen, sagt der Mann, der die Polizei ruft, wenn ihn eine Biene sticht. Ja. Vielleicht schwächt Wagenknecht die AfD, vielleicht auch nicht. Dann haben wir einfach eine weitere nicht bündnisfähige Meckerpartei in den Parlamenten sitzen. AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht behaupten beide, für die sogenannten normalen Menschen zu kämpfen. Ne, sagen die ständig. Wir arbeiten für die Normalen. Und natürlich bestimmen sie, was normal ist und was nicht. Dafür ist aber, muss ich sagen, der Fanshop der neuen Partei sehr schön geworden. Der Sarah-Shop. Da verkauft sie zum Beispiel ihren eigenen Eistee. Der heißt Kommunist-Tee. Geschmacksrichtung Mango-Borscht. Ihr eigenes Fertiggericht, die Pizza 4 Wahlversprechen. Mit extra viel populistischem Käse. Und natürlich für alle bald arbeitslosen Politiker der zerstörten Linkspartei, die Original-Winke-Sarah. Winke, winke! Ja, und das scheint ihr tatsächlich völlig Schnurz zu sein. Was aus denen jetzt wird, den Zurückgelassenen, die sie quasi ausgesetzt hat an der Autobahnraststätte des Lebens. Wenn die Sarah Wagenknecht geht, dann sind wir als Linke auf einem Niveau, dass der wieder Tierschutzverein ist. Ja, schön wär's. Der Tierschutzbund hat rund 800.000 Mitglieder, die Linkspartei gerade mal 54.000. Tendenz fallend, ihretwegen. Ja, das wird eine bittere Zeit für die Linkspartei. Man braucht mindestens 37 Abgeordnete für den Fraktionsstatus im Bundestag. Es gehen aber 10 weg. Dann gilt man nur noch als sogenannte Gruppe. Das ist nicht schön. Wir schalten mal live zu Valerie Niehaus, Abgeordnete der Original-Linkspartei. Frau Niehaus, wie schmutzig wird die Scheidung? Ach, hören Sie bloß auf. Wir müssen uns noch wochenlang Büros teilen mit den blöden Wagenknechten. Hier, guck mal, wie die aussieht. Die zieht sich schon so an wie Sarah, die Haare wie Sarah. Das ist keine Partei, das ist eine Sekte. Ich nenne sie die Sarah-Fisten. Guck mal, wie die guckt. Toxisch. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal so eine provisorische Bürogrenze gebaut, damit die Alte nicht an meine Sachen geht. Apropos, ist das etwa meine Espressomaschine? Eine Frechheit. Steinzeitkommunisten, die glauben nicht an Eigentum. Trotzdem, Herr Welke, ich bin froh, dass die Trennung durch ist. Was wir gelitten haben in den letzten Jahren unter dem Sarah-Regime. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion. Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ja, also seit dem Tag weint sich der Bernd jede Nacht im Schlaf. Verstehe. Aber ist es denn wirklich so schlimm, nur noch Gruppe zu sein? Och nö, also wenn es einem als angeblich Linke scheißegal ist, dass über 100 Fraktionsmitarbeiter ihren Job verlieren, dann nicht. Diese Spalter zerstören die Linkspartei und sagen hinterher eiskalt. Wichtig ist uns zu betonen, dass wir ohne Groll gehen und wir nehmen trotz aller Schwierigkeiten auch viele gute Erinnerungen an unsere Zeit in der Linken mit. Ihr nehmt vor allem sehr viele gute Wähler mit, ihr Verräter. Wegen denen kriegen wir alle weniger Geld. Ne? Als Fraktion gibt es fast 500.000 im Monat für die parlamentarische Arbeit. Komplett futsch. Vielen Dank auch. Uns wird alles genommen. Gestern haben sie meinen Bionade-Kühlschrank abgeholt. Wissen Sie, was ich jetzt saufen muss? River-Cola, Welke! River-Cola! Okay, das ist schlimm, zugegeben. Andererseits, in der Geschäftsordnung des Bundestages steht ja gar nicht drin, welche Rechte Gruppen haben. Wer weiß, vielleicht erlauben euch die richtigen Parteien ja noch, kleine Anfragen zu stellen oder so. Es ist so erniedrigend, wie man behandelt wird als Gruppe. Auch in der Bundestagskantine, nicht? Das ist eine totale Zweiklassengesellschaft. Die Fraktionen kriegen richtig gutes Zeug. Und wir als Gruppe, naja. Nächster! So, aber mir reicht's jetzt. Ich schaffe hier Fakten und lasse eine richtige Mauer durchs Büro bauen. Wie früher, ja? Deine Chefin findet doch die DDR so geil. Die könnt ihr jetzt zurückhaben. So, weißt du was? Den Stacheldraht. Den hau ich selber rein. Schnauze voll hier. Valerie Niehaus, vielen Dank. So, meine Damen und Herren,
Sie werden es mitbekommen haben, wir haben uns zuletzt in dieser Sendung beim Thema Nahe Osten kaum beteiligt, mangels echter Expertise. Aber inzwischen geht es ja längst auch um das, was hier bei uns passiert. Dass jüdische Eltern ihre Kinder aus Angst nicht zur Schule schicken, dass Häuser mit Davidsternen markiert werden oder dass es regelrecht gefährlich ist, mit Kippa durch Berlin zu laufen, das ist einfach nur furchtbar und beschämend für uns alle. Klammern wir uns also heute an das bisschen, was gerade Hoffnung macht. Zum Beispiel das hier. Vertreter von 4 muslimischen Verbänden besuchen letzten Montag die Synagoge in Köln und sprechen klare Worte zum Hamas-Terror. Heute gab es den Gegenbesuch in einer Bochumer Moschee. Oder hier Augsburg. Ein Jugendlicher holt vor dem Rathaus die israelische Flagge vom Mast, will sie anzünden und dann? Hey, das wird nicht angefackelt. Ich finde es okay, dass du eine andere Meinung hast, aber es wird nicht angefackelt. Hey. Wirklich jetzt nicht. Gib die Fahne her und dann ab auf die stille Treppe. Ja, ich feiere diese Frau, ich feiere die. Genauso wie die Fans von Chemie Leipzig und Eintracht Frankfurt, die eine bedrohte jüdische Bar beschützt haben. Mainz 05 hat einen Spieler wegen eines geteilten antisemitischen Posts freigestellt. Auch der FC Bayern hat in einem ganz ähnlichen Fall knallhart Spaß, Moral beim FC Bayern, nein. Das war natürlich nur ein Witz, nein, nein. Für den Spieler Masraoui gab es bei den Bayern natürlich gar keine Konsequenzen. Die Strafe war, du spielst Champions League, Freundchen. Anfangs 11, das wird dir eine Lehre sein. Warte mal, wer ruft denn jetzt an? Jetzt pass mal auf, du Vogel. Warum spielt ein Masraoui weiter beim FC Bayern, obwohl er so eine Scheiße postet? Ja, warum wohl? Weil sich der Goretzka verletzt hat und der Leimer wieder von der 2 auf die 6 muss. Dann fehlt uns aber einer hinten in der Viererkette. Können Sie noch bis 4 zählen, Herr Welke? Können Sie zählen? Was kann ich? Hab ich mir gedacht, dass einer wie Sie mal Fußballmoderator war. Das ist eine Schande für Deutschland. Auf Wiederhören. Wirklich jetzt. Warum stellt ihr den durch? Da hatten wir drüber gesprochen, den Hoeneß nie durchstellen. Gibt's doch gar nicht. Aber gut, wir haben eh andere Probleme jenseits von Viererketten. Große Probleme. Ne? In der Hauptstadt zum Beispiel oder konkret in Berlin-Neukölln, wo es inzwischen mehrmals zu gefechtsähnlichen Szenen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen ist. Inklusive Steine schmeißen und Judenhassparolen. Antisemitismus in wohlgemerkt bestimmten muslimischen Communities. Da hatte man naiverweise gedacht, wenn das Existenzrecht Israels deutsche Staatsräson ist, dann schnappt man das schon irgendwie auf, wenn man hier aufwächst. Klappt leider nicht bei jedem. Wir diskutieren also schon zu Recht über importierten Antisemitismus, dürfen aber auch den heimischen nicht vergessen. Ja, auch im eher linken oder woken Milieu gibt es heute Antisemiten, beziehungsweise, sorry, AntisemitInnen natürlich. Ja, ja. Fridays for Future International verbreitet zum Beispiel inzwischen lupenreine Hamas-Propaganda, ja, auch sie, ne? Und wirft Israel einen Genozid vor. Deutsche Bildungsbürger sagen völlig selbstverständlich Sätze wie: Gerade wurde ein Transparent beschlagnahmt, weil dort draufsteht, dass Palästina sich befreien wird, vom Mittelmeer bis zum Jordan. Diese Parole, was heißt das für Israel, Existenzrecht Israels zum Beispiel? Wir glauben nicht, dass es so etwas wie ein Existenzrecht für Staaten und vor allem nicht für Kolonialregime und Apartheidregime gibt. Oh Gott. Ein Deutscher erklärt die Nachfahren der Holocaust-Überlebenden zu Kolonialisten. Wenn das meiner wäre, ich würde ihn noch in dem Alter durch die Babyklappe stopfen. Wirklich. Falls er durchpasst. Und nur fürs Protokoll. Natürlich ist auch die Meinungsfreiheit ein hohes Gut in diesem Land. Friedlicher Protest gegen die israelische Besatzungspolitik oder die Abriegelung von Gaza muss möglich sein. Aber das macht die Hamas ja nicht zu einer Befreiungsbewegung. Das ist eine völlig enthemmte Terrortruppe, die Opfer in der eigenen Zivilbevölkerung fest mit einplant. Oder wie Yannis Varoufakis, linker Posterboy der griechischen Finanzkrise, sagt: Those who try very hard to extract from people like me, from DiEM25, die Leute, die wollen, dass ich die Angriffe der Hamas-Guerilla verurteile, werden das nie zu hören kriegen. We'll never get it. Ja, Yamas, beziehungsweise Varou, fick dich. Für was würdest du denn diese Schlechter verurteilen? Oder war das kranke Interview jetzt auch schon wieder Kunst, wie damals mit dem Stinkefinger und Jan Böhmermann steckt dahinter? Wohl eher nicht, schade. Es ist eine wahnsinnig aufgeheizte Stimmung, in der vor allem auf Social Media eine ganze Flut von Fake News und Propaganda verbreitet wird. Vielen Dank, Elon Musk.
Ja, vielen Dank, scheiß KI. Auch deshalb halten sich heute so viele für Nahost-Experten und langweilen ihre Facebook-Follower mit halbgaren Vorträgen über das Westjordanland. Klug scheißen ist halt wahnsinnig deutsch. Wir scheißen wahnsinnig gerne klug, vor allem in den letzten Jahren. Ne? Man darf nicht vergessen, wir sind ja sowieso immer 83 Millionen Bundestrainer. Ach Mann, ey! Nagelsmann, du Laie! Lass doch nicht den Kimmich die Standard schießen, der kann nix, ey! Dann plötzlich waren wir alle Virologen. Was labert der? Es gibt nur einen guten Impfstoff, den aus Russland. Der Drosten kann nix. Und jetzt sind die Möchtegern-Auskenner halt Nahost-Experte. Die Amerikaner müssten viel mehr Druck machen auf Hamas und Israel. Dieser Joe Biden kann nix. Es gibt so viele Deutsche, die wissen tatsächlich alles. Also sagen wir, die wissen fast alles. Schatz, wo kommen die Tabs rein? Aber was ist überhaupt Deutschlands Rolle in dieser neuen, immer gefährlicheren Welt? Na was wohl, wir sind die Guten, wie immer. Was sonst? Tatsächlich hat jetzt sogar jede deutsche Botschaft einen eigenen Beauftragten für wertegeleitete Außenpolitik. In Doha, Katar, ist das Klaus von Wagner, der sich dabei aber offensichtlich nicht wirklich kaputt macht. Nö. Ach, weil Werte geleitet geht hier ja gar nicht. Welche Werte soll ich bei den Kataris denn durchsetzen? Wir sind abhängig von denen, nicht umgekehrt. Also meistens sitze ich jetzt hier oben auf dem Dach, zwischen ein paar Bierchen und nenne es leberwertegeleitete Außenpolitik. Aha, nun ist aber ja Katar zusammen mit dem Iran der größte Finanzier der Hamas-Terroristen. Ja. Es ist nicht schön. Aber ich meine, was soll man machen? Nicht nur, weil ab 2026 die großen Gaslieferungen von hier kommen. Nee, die Kataris sind auch noch Großaktionäre bei der Deutschen Bank, Siemens, VW, Hapag-Lloyd. Wir gehören denen quasi. Und wenn der Emir uns besucht, wie neulich, fragst du dich keine Sekunde, wer in dem Bild der Chabo ist und wer der Babo. Na, Kleiner, was macht der ganze Bums, den ich mir hier gekauft habe? Klar, es mit der Hamas ist unschön. Auch fürs deutsche Image. Da könnten irgendwann sogar Klagen vor US-Gerichten drohen. Aber wichtig ist ja nur, dass sich Konzerne mit Kataris im Aufsichtsrat jetzt mal eindeutig verhalten. Wie reagiert Volkswagen nun? Der Konzern wagt öffentlich keine Kritik. Warum? Katar öffentlich zu kritisieren bringe nichts. Man wolle die Fronten nicht verhärten. In diesem Jahr sind 1,4 Milliarden Euro Dividende in das Emirat geflossen. Ja, komm, das geht ja jetzt nicht alles an die Hamas. Wie schön. Die Hamas-Führung sitzt da in Doha in klimatisierten Büros und befiehlt von da aus Terroranschläge. Das können wir doch nicht ignorieren. Seien Sie froh, dass wir die Hamas nicht mehr direkt unterstützen. Jetzt schauen Sie, ne? Ja, die Hamas ist nämlich ein Ableger der Muslimbrüderschaft. Und die Muslimbrüder wurden bei ihrer Gründung in den 30er Jahren kräftig gefördert von, richtig, den deutschen Nazis. Und die haben ihren Judenhass auch im gesamten Nahen Osten verbreitet, auf Arabisch. Toller Service. Mit dem Nazi-Propagandasender hier Radio Zesen. Da gab es mal eine richtig gute Folge hier von dieser Sendung. Die Anstalt. Schon mal gehört? Die Anstalt? Ja, kenne ich. Ja, ist richtig gute Satire. Die geht auch mal in die Tiefe. Ja? Mhm. Nicht so wie andere. Ich sag mal mehr Comedy-orientierte Show. So. Ne? Ich habe mal hier einen Sketch von denen verlinkt, falls Sie gucken wollen. Ja, ist gut jetzt. Gibt's doch gar nicht. Aber was bleibt denn dann noch von dem ganzen Werte-Dingsbums? Dividenden aus Deutschland landen in Katar, das unter anderem die Hamas-Verwaltung in Gaza finanziert. Und dann sagt unser Kanzler: Wer eine Terrororganisation wie die Hamas unterstützt, der macht sich strafbar. Die Strafverfolgungsbehörden von Bund und Ländern werden jeden, der so etwas tut, zur Rechenschaft ziehen. Ulkige Vorstellung. Olaf schickt das SEK in die Vorstandsetage von Volkswagen. Welke, werd mal erwachsen. Deutschland ist ja auch immer noch Irans wichtigster Handelspartner in der EU. Wir kaufen Gas aus Aserbaidschan. Und wenn der Diktator über 100.000 Armenier verjagt, machen wir nichts außer ein dummes Gesicht. Komm mal runter von deinem hohen Ross. Dein ZDF wird garantiert auch bald von Katar gekauft. Ja, genau. Das wüsste ich aber. Wir sind immer noch ein öffentlich-rechtlicher Sender. Oh, fuck. Ein als Scheich verkleideter Kameramann. Okay, kulturelle Aneignung, ich höre dir trapsen. Ja? Hätt's zum Beispiel in der Anstalt nicht gegeben, ich sag's ja nur. Ja? Ach, leck mich. Klaus von Wagner, vielen Dank. Cheers.
Komm, wir müssen Strom sparen. Mach die Kamera aus, Jürgen. Heute machen wir ASMR. Pissnelke, Arschkrampe, Firlefanz. Abonniert den Kanal für die nächsten Schimpfwörter. Sonst setzt es was!